Einen wunderschönen guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Willkommen zum ersten digitalen Salon im Jahr 2021. Mein Name ist Moritz Timm und ich bin hier am HIIG wissenschaftlicher Mitarbeiter im ORA-Projekt. Ich werde Sie heute Abend hier begrüßen und einige einleitende Worte sagen und anschließend an unsere Panelistinnen und unseren Panelisten übergeben. Dass Digitalisierung und Bildung nicht immer gut zusammengehen, wurde in der Vergangenheit breit diskutiert. Vom regelmäßig unterdurchschnittlichen Abschneiden Deutschlands bei den PISA-Bildungsstudien bis hin zur mangelhaften Ausstattung mit digitalen Lehrmitteln und Methoden gab es öffentliche Diskurse zu den Problemen beider Systeme. Es scheint zu mangeln an der Ausbildung und Zahl der Lehrkräfte, der Datenschutz wirft Probleme auf und es fehlen die Geräte für den Unterricht, wobei das Bildungsministerium Stand heute Nachmittag dort in Aktion zu treten scheint. Eine Studie des Verbandes Bildung und Erziehung zeigte auf, dass sich Schulleiterinnen in Deutschland ihrem Aufgabenpensum nicht mehr gewachsen sehen und in ihren Stellen unzufrieden sind. Die Schulen selbst sprechen von Überforderung und zweifeln an ihren digitalen Plattformen, nicht zuletzt nachdem eine solche Plattform in Brandenburg zur Weihnachtszeit gehackt wurde. Auch eine Studie der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fand heraus, dass 90% der Lehrer private Geräte für ihren Unterricht nutzen und nur 9% von ihnen glauben, dass es genug schulische Geräte gibt. Auch an Fortbildungsmöglichkeiten und IT-Support übten die Lehrer harsche Kritik. Die Schwierigkeiten bei der Umstellung von Bildungssystemen auf digitale Technologien untersucht auch das Projekt Adaptivität im Hochschulkontext, dessen Mitglied ich bin. Wie der Name sagt, allerdings an Universitäten. Dennoch, die Probleme scheinen ähnlicher Natur zu sein. Es ist ein kompliziertes Unterfangen, Lehrende, Lernende sowie die Leitungsebenen von Hochschulen so miteinander zu verbinden, dass eine digitale Lehre gut funktioniert und sie ihre Potenziale ausschöpfen kann. Es geht nicht zuletzt, ähnlich wie an Schulen, darum, auf diesen verschiedenen Ebenen Anreize und Verständnis für den aufwendigen Wechsel zu digitalen Formaten zu schaffen, Entschuldigung, und eine Internalisierung des Wissens über die Vor- und Nachteile der Digitalen zu erreichen. Dass sich insbesondere an Schulen, zu deren Besuch gesetzliche Pflicht besteht, zusätzlich die Frage der Bildungs- und Chancengleichheit aufdrängt, muss ebenfalls erwähnt werden. Die Unterschiede der ökonomischen Situationen von Familien und Haushalten müssen in einer Form von den Anbietern des digitalen Unterrichts aufgefangen werden, sonst verschlimmert der Digitalpakt unter Umständen jene Situationen, zu deren Lösung er entworfen wurde. Dass die Corona-Pandemie hier wie ein Brennglas funktioniert, erhöht den Druck auf Politik, Schulen und natürlich die besagten Haushalte. Der Digitalpakt zieht einen enormen administrativen Aufwand nach sich, dem Schulen oftmals nicht nachkommen können, scheint im Kern aber so etwas wie gute Absichten zu enthalten. Er ist aber, in Anbetracht der bis jetzt abgerufenen Mittel, ein zahnloser Tiger. Wo liegt also das Problem? Wo müssen wir ansetzen, um unser Bildungssystem aus der digitalen Steinzeit zu heben? Ich freue mich, dass wir in dieser Runde Stimmen zum Thema hören werden, die sonst in der Öffentlichkeit nicht immer so viel Gehör finden. Die der Schülerinnen, der Schultheoretikerinnen sowie derjenigen, die digitale Systeme gestalten und verstehen. Ich werde jetzt an unsere Moderatorin Katja Weber übergeben und wünsche Ihnen allen ein großartiges Erlebnis mit diesem digitalen Salon. Jawohl, ja, siehst du, dann gehe ich schon gleich mit gutem Beispiel voran. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich bin Katja Weber und begrüße euch zum digitalen Salon, dem ernsthaft digitalen Salon. Wir machen so weiter, wie wir im vergangenen Jahr aufgehört haben, mit viel Abstand, ohne Präsenz. Entschuldigung, Michael, ich habe gesehen, dass du an deinem Headset gerade rumgefummelt hast. Ich dachte, du hast ein technisches Problem und stand auf dem Schlauch, bis ich merkte, ich habe ein technisches Problem. Ihr wisst, an den Schulen geht es so weiter, so ähnlich, wie wir das heute Abend hier auch praktizieren. Vielleicht auch für euch, die ihr teilnehmt, nicht die erste Schalte heute. Die Verantwortlichen haben lange Zeit das Mantra Präsenzunterricht vor sich hergetragen, hat nichts genutzt. Die Kinder und die Jugendlichen sitzen derzeit zumeist, zumindest wieder vor digitalen Endgeräten, in Klammern, wenn sie denn welche haben, und sie lernen zu Hause, in Klammern, wenn das denn dort möglich ist. Kein Wunder, da ja auch die Präsidentin der Kultusministerkonferenz, die Brandenburger Bildungsministerin Britta Ernst, sagt, Deutschland hängt bei der Digitalisierung der Schulen 5 bis 8 Jahre hinterher
Und Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbandes, meint sogar, Deutschland stehe bei diesem Thema in jeder Hinsicht am Anfang. Es gibt bei uns auf jeden Fall heute Abend einiges zu besprechen. Ich vermute mal, aber gerne gehe ich mit euch auch woanders hin, ich vermute mal, die Kernfrage wird sein, wie wird aus Krisenmanagement, das wir seit Monaten betreiben oder betrieben sehen, ein Bildungssystem, das den Namen verdient und das Bildungsungerechtigkeit verhindert, statt sie zu befördern oder vielleicht zumindest zu ignorieren? Ich will das in der nächsten Stunde mit drei Fachleuten besprechen. Die seht ihr alle schon, die ihr im Stream hängt. Aber ich vermute mal, jeder und jede von euch hat auch eine eigene Perspektive aufs Thema, unterschiedliche Erfahrungen. Und wir möchten gerne auch in diesem Format, dass ihr die Möglichkeit habt, die einzubringen. Also tut es bitte mit euren Nachfragen. Die können wir dann hier besprechen. Wie immer, Hashtag Dicksal auf Twitter oder Slido könnt ihr die loswerden. Und Natascha vom HIG trägt die dann in die Runde. So, genug der Vorrede. Ich möchte euch meine Gäste vorstellen heute Abend. Anne Slivka ist bei uns. Professorin ist sie am Institut für Bildungswissenschaft an der Universität Heidelberg. Anne beforscht das deutsche Bildungssystem, aber vergleicht es auch international mit anderen und kann zum Beispiel solche Fragen beantworten. Wie gut wird das Lehrpersonal auf seine Aufgaben vorbereitet? Wie gut schneidet das deutsche Bildungssystem insgesamt ab in internationaler Perspektive? Oh, PISA wird dann immer gleich gerufen, aber da lohnt es sich bestimmt auch detaillierter hinzugucken. Das sind nur zwei Forschungsschwerpunkte, über die wir heute Abend sicher sprechen werden. Und ich schicke herzliche Grüße nach Heidelberg, Anne. Willkommen. Danke. Michael Merz tritt ein für eine datensparsame Digitalisierung an den Schulen und zwar für den Verein Cyber for Edu. Das ist ein Zusammenschluss, so habe ich es gelesen, von Pädagogen, Pädagoginnen, von Mitgliedern des Chaos Computer Clubs, Informatikerinnen und Aktivisten, die vermutlich schon allein mit dem Titel unseres Gesprächs heute Abend nicht so ganz glücklich sein können. Das liegt in der Natur der Sache, denn wir senden unter dem Titel das zoomende Klassenzimmer und verdammen euch alle dazu, das auch zu nutzen. Herzlich willkommen, Michael. Ja, danke. Schön, dass du trotz Zoom dabei bist. Ja, widerwillig. Danke dafür. Luisa Regel ist da. Luisa lernt in der 13. Klasse der Kurt-Schwitters-Schule in Berlin-Pankow. Erlebt also das, was wir so aus der Zeitung kennen, live, Abi unter Pandemiebedingungen. Und versucht auch die Situation in ihrem Sinne und in dem ihrer Mitschüler und Mitschülerinnen zu beeinflussen, nämlich im Landesschülerinnenausschuss Berlin, wo sie den Bereich Öffentlichkeitsarbeit verantwortet. Und willkommen, Luisa, und auch dir vielen Dank für die Zeit heute Abend. Wahrscheinlich könntest du die Zeit auch genauso gut am Schreibtisch gebrauchen heute. Also schön, dass du dabei bist. Dankeschön. Dann würde ich tatsächlich gerne bei dir sozusagen als lebendes Exempel beginnen. Wie läuft es denn jetzt für dich persönlich und für deine Jahrgangsstufe oder vielleicht nochmal konkreter gefragt, Abi war ja schon für den 2020er Jahrgang eine hakelige Sache, es ist eher schwieriger als leichter geworden. Wie zuversichtlich bist du denn, dein Abitur, deine Reifeprüfung bestmöglich ablegen zu können? Das ist eine gute Frage. Ich persönlich bin relativ zuversichtlich, wenn auch. Ich habe das Wissen, dass ich nicht das gleiche Abitur schreiben kann, wie in den letzten Jahr ging. Oder wie in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass es möglich ist, dieses Abitur zu schreiben, wenn es Erleichterungen gibt, wenn es Verschiebungen gibt. Und ich hoffe, dass die Politik da auch ein bisschen Rücksicht auf uns nehmen wird. Aber sonst glaube ich, dass es möglich ist, auf jeden Fall ein Abitur zu schreiben. Dann nimm uns doch vielleicht mal mit in deinen Schulalltag. Wie sieht denn der jetzt aus im zweiten Lockdown? Also ich habe das Glück, meine Leistungskurse in Präsenz zu haben, ein bis zweimal die Woche. Das heißt, ich sitze ja ein oder zwei Tage die Woche im Unterricht in Präsenz, in halber Stärke. Also meistens sind wir 8 bis 10 Leute höchstens, eher weniger. Und die restliche Zeit verbringe ich zu Hause, arbeite großteils ja an Schulaufgaben, habe Online-Stunden zum Teil. Einige meiner Stunden werden live gestreamt von den Lehrern. Und sonst sind es einfach sehr, sehr viele Aufgaben. Also immer wieder neue Aufgaben, die reinkommen, die zu einer Deadline abgegeben werden müssen. Und ich habe auch schon Nächte fast durchgemacht, wenn es darum ging, wirklich noch was abzugeben.
Du sagst, es ist ein Glück, dass die Leistungskurse in Präsenz stattfinden können. Sag doch vielleicht noch mal kurz, welche Leistungskurse das sind und wieso das so ein Glück ist. Also was fehlen würde, wenn die vergleichbar mit den anderen Fächern gestreamt würden, im Stream unterrichtet würden? Erstmal werden die anderen Fächer auch nicht konsequent live gestreamt, sondern manchmal einmal die Woche, manchmal gar nicht. Meine Leistungskurse sind Deutsch und Politik. Mhm. Und ich habe es gemerkt, was für ein unterschiedliches Gefühl das eigentlich ist. Weil von mir kann ich sagen, oder von vielen Leuten, von denen ich es gehört habe, gerade aus meinem Jahrgang, nimmt die Konzentration sehr schnell ab, wenn man immer dabei sitzt und man sieht, wie die Lehrerin oder der Lehrer rumläuft, wenn man was in die Tafel geschrieben sieht und auch sieht, wie andere Schüler im Klassenraum sitzen. Schafft man es eben nicht, sich über einen langen Zeitraum konsequent zu konzentrieren, die gleiche Arbeitsleistung aufzubringen. Und dadurch, dass man wirklich einen Lehrer vor Augen hat in Präsenz, mit Gestik und Mimik mitbekommt, die Art, wie er sich artikuliert, wie er spricht, hat und direkt fragen kann, ist es immer noch mal eine ganz andere Nummer. Also die Beziehung ist, sage ich jetzt mal, multidimensionaler. Das ist ja so dieser Verlust, den wir alle erleben, wenn wir in diese Kacheln reingedrückt werden, in denen wir uns gerade befinden. Das war jetzt sozusagen deine Sicht auf deine Situation. Vielleicht sagst du auch noch mal ein Wort, wie gut haben sich denn die Lehrerinnen und Lehrer in dem neuen Setting eingefunden, was ja gar nicht mehr so brandneu ist, weil ja im Grunde seit März mehr oder minder klar war, das ist jetzt nicht rum, das geht so weiter. Ich habe Lehrer, die bis jetzt keine einzige Online-Stunde gemacht haben. Oh, wow. Ich habe auch Lehrer, das ist nicht nur meine Schule, es gibt relativ viele Schulen, wo die Lehrer sagen, sie wollen aus verschiedensten Gründen oder sie können aus verschiedensten Gründen keine Online-Stunden abhalten. Ich habe schon ganz viel von Datenschutz gehört, ich habe schon ganz viel von Nichtwissen gehört, einfach nur, weil die Lehrer dafür nicht ausgebildet sind oder weil sie die Geräte nicht haben oder ihre eigenen nutzen müssen, was vorher auch gesagt wurde. Und ich glaube, dass alle Lehrer es auf jeden Fall versuchen. Ich glaube auch, dass die meisten Lehrer wirklich Rücksicht auf die Schüler nehmen und da echt ihr Bestes geben. Da passt das zu, Anne, was ich in einem Interview gehört habe, dass du dem DLF, dem Deutschlandfunk, im Sommer gegeben hast. Da sagtest du, die Schulen waren schlicht nicht vorbereitet auf diese Situation. Und jetzt wissen wir und hören es aus dem, was Luisa sagt, 10 Monate nach dem ersten Lockdown sind sie immer noch nicht gut vorbereitet. Würdest du denn sagen, sie sind wenigstens besser vorbereitet, in Teilen besser aufgestellt? Ja, ich glaube, das kann man schon sagen, dass viele Schulen wirklich auch Lernprozesse jetzt hinter sich gebracht haben. Was ich drückend finde, ist, dass es sehr, sehr stark von den Lehrkräften selbst ausgehen musste, sozusagen, weil das System sie unzureichend unterstützt hat. Und das führe ich auf eine Verantwortungsdiffusion zurück, die seit Jahren im Grunde ein Problem unseres Bildungssystems ist, dass Verantwortlichkeiten nicht geklärt sind. Also wir haben ja im Grunde 3 verschiedene Ebenen und das sieht man sehr gut jetzt bei der Digitalisierung, dass alle irgendwie verantwortlich sind auf eine bestimmte Weise oder auch nicht verantwortlich sind. Also das kann man kann sich sozusagen den schwarzen Peter hin und her schieben auf den Ebenen und zwischen den Ebenen. Also wir haben einmal die kommunale Ebene, denn in Deutschland sind die kommunalen Schulträger für die Ausstattung der Schulen zuständig. Das heißt, wenn eine Schule jetzt vor der Covid-Situation irgendwie Klassensätze mit Tablets haben wollte oder sowas, dann musste sie primär erstmal mit ihrer Kommune sprechen, also mit dem kommunalen Schulträger. Und da ist ein Problem schon, dass die Kommunen sehr unterschiedlich ausgestattet sind. Wir haben sehr reiche Kommunen in Deutschland und wir haben arme Kommunen. Wir haben keinen guten Ausgleichsmechanismus. Also man müsste so eine Art Finanzausgleich haben zwischen den Kommunen. Das ist aber nicht der Fall. Und deswegen sehen wir Kommunen, die schon früh auch auf die Schulen zugegangen sind und gesagt haben, braucht ihr so eine Ausstattung? Wir besorgen euch schnelles Internet. Also wir sorgen einfach dafür, dass hier die Glasfaserkabel gelegt werden etc. Und andere Kommunen haben das nicht getan, teilweise, weil sich keiner drum gekümmert hat und teilweise, weil sie vielleicht auch das Geld dazu einfach nicht haben. Das ist sozusagen die unterste Ebene. Dann kommt die Ebene der Bundesländer. Die haben ja schon sehr früh gesagt, wir haben gar nicht genug Mittel. Wir brauchen so einen Digitalpakt. Da muss der Bund mit reingehen. Dann musste ja das Grundgesetz geändert werden. Wir kennen ja alle die Geschichte. Das zog sich ja ewig lange hin. Also mehrere Jahre unter Frau Wanka, dann jetzt Frau Karliczek.
Also das ist ja eine Geschichte von 4, 5 Jahren jetzt. Und wenn man das so vergleicht mit dem, was man international sieht, dann ist das schon ein Trauerspiel. Also im Grunde ist es eine massive Verantwortungsdiffusion. Und meine Sorge ist, dass das jetzt so weitergeht. Ja. Wenn ich das ein bisschen flapsig zusammenfassen darf, du hast jetzt so, ich sag mal, many layers of shit beschrieben, die zu dieser Verantwortungsdiffusion führen. Überrascht mich, weil das Klischee des deutschen Schulsystems ist ja, dass es ein hierarchisch organisiertes ist und sei, also aus der preußischen Tradition heraus. Und da denkt man, gut, das ist vielleicht unerfreulich, was demokratische Prozesse an Schulen betrifft. Man würde aber andererseits denken, es ist ein Mechanismus, in dem relativ schnell der oder die, die oben sitzt, einen Knopf drückt und dann wird nach unten verteilt, was zu verteilen ist an Entscheidungen oder meinetwegen auch an Endgeräten und Infrastruktur. Wo findet denn diese Diffusion statt? Ja, die Diffusion besteht auch darin, dass die Ebenen nicht miteinander verzahnt sind. Also es gibt international den englischen Begriff Alignment und das bedeutet Verzahnung. Also das ist das Ineinandergreifen von Prozessen. Ja, also Prozesse, die wirklich wie so Zahnräder ineinander greifen. Und im Grunde haben die Zahnräder nicht ineinander gegriffen in den letzten Jahren. Das heißt, das System verlässt sich auf so eine Tradition der Top-Down-Steuerung. Ja, das tut man. Das ist ja auch die Tradition in Deutschland. Das kommt irgendwie aus dem feudalistischen Erbe, sage ich jetzt mal, weil ich auch Bildungssysteme kennengelernt habe, die anders funktionieren. Also ja, die eher kontraktualistisch funktionieren, wo Menschen miteinander Verträge eingehen, die auf Augenhöhe miteinander arbeiten. Aber wenn man dann sozusagen Zahnräder auf den Ebenen hat, die gar nicht ineinander greifen, dann funktionieren diese Top-Down-Prozesse auch nicht. Ja. Okay, also dann lass mich vielleicht noch ein paar Zahlen reinschmeißen. Wir haben ja jetzt schon ein bisschen was gehört über den Digitalpakt und du sagtest auch, der hat so einen langen Bart und eine epische Vorgeschichte. Aber man könnte ja auch hoffnungsfroh sagen, das Problem ist politisch erkannt und es wird angegangen. Der Digitalpakt des Bundes, also 2019 in fröhlichen Vorpandemiezeiten beschlossen, stellte ja damals 5 Milliarden Euro bereit. Inzwischen sind da noch mal 1,5 Corona-bedingt draufgekommen an verschiedenen Enden. Und diese 5 Milliarden waren erstmal für Infrastruktur und Hardware gedacht. Dann hat eine Anfrage der FDP zutage gefördert im Sommer des vergangenen Jahres. Knapp 16 Millionen davon, also ein Prozentteilchen, wurde inzwischen ausgezahlt. Du sagst, das größte Hindernis ist diese Verantwortungsdiffusion. Wie würde man das Ding denn vom Kopf auf die Beine stellen? Also man müsste den Lehrkräften und den Schulleitungen vor Ort viel mehr Vertrauen schenken, dass sie das gut machen. Also ich habe den Eindruck, dass wir immer sehr, sehr viel Papier erstmal erwarten, bevor Leute überhaupt loslegen dürfen. Also das ist auch so ein bisschen der Mindset. Jetzt auch wieder mit diesen Medienentwicklungsplänen. Also ich war jetzt auch bei mehreren Elternveranstaltungen. Dann wurden die Eltern jetzt monatelang vertröstet, dann hieß es, ja, es muss erst der Medienentwicklungsplan gemacht werden und das ist irgendwie so ein bürokratisches Monstrum, dieser Medienentwicklungsplan. Also ich begleite so ein bisschen in meiner Forschung seit 15 Jahren so dass die kanadischen Schulsysteme, ist ja auch ein föderales System und ich war auch im Forschungssemester in Australien und Neuseeland und habe Finnland und Estland besucht und da auch Kooperationen aufgebaut für die Uni und das ist da tatsächlich so, dass es auch Top-Down-Prozesse gibt. Also gerade Estland zum Beispiel ist natürlich ein sehr kleines Land, ne, mit 1,5 Millionen Einwohnern. Aber da gab es ganz klar den nationalen politischen Willen, das Land zu digitalisieren. Schon vor 20 Jahren haben die ja schon so eine nationale Strategie entwickelt. Das kam sozusagen Top-Down. Aber dann hat man ganz, ganz viele Mittel bottom-up sozusagen an die Akteure vor Ort gegeben und die konnten dann loslegen. Und das sind eher iterative Lernprozesse gewesen. Also, dass man einfach mal anfängt und dann geht halt was schief und dann lernt man dazu und dann macht man weiter und dann macht man weiter. Und deswegen sind die ja auch 15 Jahre weiter oder 20 Jahre weiter als wir. Also in Kanada habe ich es immer wieder gesehen. Ich war eigentlich so alle 2 Jahre war ich dort in den letzten 15 Jahren und die waren immer weiter. Also immer, man konnte so, die Anfänge habe ich so gesehen der Digitalisierung, das war so um das Jahr 2000 rum oder vielleicht sogar schon ein bisschen früher. Und dann waren sie eben alle 2 Jahre, wenn man das gesehen hat, waren sie nochmal einen guten Schritt weitergekommen. Einfach durch dieses iterative, ja, wir haben die Ressourcen und jetzt probieren wir einfach Sachen aus. Ja, und dann klappen manche und manche klappen nicht und dann machen wir mal was Neues und dann konsolidieren sich auch Dinge, die dann auch funktionieren.
Und so haben die einfach einen Lernvorsprung vor uns, systemisch gesehen, von 15 bis 20 Jahren. Michael, ich vermute, bei dem Beispiel Estland gehen jetzt nicht alle vom CCC ganz steil vor Begeisterung. Da gibt es ja auch viel Kritik, aber ich könnte mir vorstellen, was das iterative Lernen betrifft, also erstmal was falsch machen und es dann richtig machen, wärst du dabei. Lass uns doch mal zurückgehen zu dem Chaos Computer Kongress 2019, also Digitalpakt beschlossen. Ihr konntet euch alle noch fröhlich treffen, ohne Aha-Regeln und so weiter. Und habt eure Initiative begründet, Cyber for Edu. Ich vermute mal, weil ihr den Digitalpakt zur Kenntnis genommen habt und dachtet, ups, da ist vielleicht irgendwie eine Leerstelle, die sollten wir füllen. Was war die Motivation? Ja, der Digitalpakt hatte auf jeden Fall einen gewissen Einfluss. Aber eigentlich war unabhängig davon schon sehr lange das Gefühl entstanden, dass halt sehr viel in kleinen Kreisen passiert und wir einfach mal irgendwie versuchen wollen, etwas größer und zusammenhängender zu denken und die Gelegenheit beim Kongress genutzt haben, das mal zu überprüfen, in der Form, dass wir ein paar Workshops angeboten haben, um zu schauen, wer da kommen wird und wer die da ähnlich tickt. Und es hat sich halt herausgestellt, dass da in einem sehr breiten Spektrum Personen sich zusammengefunden haben, die auch alle das Gefühl hatten, dass da mit der Digitalisierung an deutschen Schulen irgendwas gründlich schief läuft. Und wir aus so einem Mischmasch aus Menschen, die eben es alltäglich erleben, was da sie bedrückt, und Menschen, die sich einbilden, da zumindest aus einer eher technisch, vielleicht auch Datenschutz- und juristischen Ecke irgendwie beitragen können, sich zusammentun wollten, um da irgendwie Unterstützung anzubieten. Mhm. Und so ist dann Cyber for Edu erstmal als lockere Initiative entstanden und hat sich dann über die Zeit ein bisschen entwickelt. Wie ist das denn? Vorhin sprach ja Anne von den Medienkonzepten, die überhaupt erstmal geschrieben werden müssen, bevor du eine müde Markt beantragst aus dem Digitalpakt. Ihr habt den ja sicherlich studiert. Wie ausführlich wird denn das Thema Datensicherheit, Datensparsamkeit, Datenschutz da bedacht, wenn es darum geht, Infrastruktur, Geräte, Programme und so weiter einzukaufen? Also aus meiner vielleicht nicht unbedingt repräsentativen, aber immerhin doch etwas breiter gestreuten Eindruck, was ich da so gesehen habe, ist das Thema immer unterrepräsentiert, was jetzt erst natürlich durch die Pandemie noch stärker geworden ist, ne, weil immer die Regel so gilt oder sich rausgeredet wird mit, jetzt müssen wir halt erstmal tun und kümmern uns dann später drum. Und weil halt auch totale Unsicherheit darüber besteht, was ist denn jetzt rechtskonform und was nicht, und der Datenschutz oft eher als Hinderungsgrund und Problem und als Stolperstein angesehen wird. Und es mangelt einfach auch, also meine, in der Regel haben Pädagogen, auch SchulleiterInnen, einfach auch aus gutem Grund natürlich auch wenig, also nicht die Kompetenz zu entscheiden, was ist jetzt genau das Problem, wenn sogar Datenschützer, Landesdatenschutzbeauftragte, Juristen oder auch Juristen prominent auf YouTube rumtönen, mal die eine Meinung, mal die andere Meinung, die Träger oben drüber auch keine klaren Ansagen machen, die Träger in privater Trägerschaft sagen das, die Senatsverwaltung sagt jenes, also es ist ja überhaupt keine klare Linie zu erkennen. Und da dann als Schulleiterin zu stehen und sagen, jetzt steht hier Microsoft vor der Tür und bietet mir gerade als Prachtpaket kostenlos an, ich brauche keine Server und ich habe alles morgen am Start und die Admins kommen auch gleich mit, das klingt ja irgendwie cool. Jetzt hätte ich natürlich in meiner kindlichen Unschuld gedacht, an jeder Schule gibt es einen Datenschutzbeauftragten oder eine Beauftragte, die sich das, was die freundlichen Herren oder Damen von Microsoft anzubieten haben, angucken und vielleicht sowas wie eine Guideline haben, Häkchen setzen, was ist da drin beachtet, was nicht, und dann machen sie einen Strich runter und heben oder senken den Daumen. Das ist nicht so. Also das ist zum einen gar nicht so. Also ich glaube, ich habe noch keine einzige Schule getroffen, die dediziert einen Datenschutzbeauftragten hat. Implizit haben sie die natürlich darüber, dass die Schulträger darüber Datenschutzbeauftragte haben, die dann aber auch sich halt nicht einig sind. Ne? Also ich selber habe Kinder bei einem konfessionellen Träger, dessen Datenschutzbeauftragter ist irgendwie so in diese Richtung irgendwo unterwegs.
der Landesdatenschutzbeauftragte, die Landesdatenschutzbeauftragte in Berlin ist ungefähr in diese Richtung unterwegs und beides mal reden wir über Berlin. Und dann denkt man sich, Und wenn die Landesdatenschutzbeauftragte in Berlin sagt, bestimmte Werkzeuge sollen einfach nicht benutzt werden, gibt es trotzdem laufende Pilotprojekte an Berliner Schulen, wo Teams, Zoom und all diese Werkzeuge eingesetzt werden, wo man sich dann denkt, also was jetzt? Wie ist das mit Schule und Gesetzen? Wollen wir einfach die Spielregeln einhalten und sagen, Gesetze gelten hier auch erstmal und wir beachten sie oder ist das aus Gründen an Schulen irgendwie nicht der Fall? So. Und okay, da scheint dann würde nicht ich so zu sein. Würde ich dein vielfach geäußertes gerne nochmal an Luisa rüberspielen und fragen, welche Tools nutzt ihr denn und welches Gewicht haben datenschutzrechtliche Überlegungen dabei? Also wir benutzen Microsoft, deswegen musste ich ein bisschen schmunzeln. Wir haben aber auch ganz klar eigene E-Mail-Adressen direkt von der Schule bekommen. Das heißt, es gibt keine privaten E-Mail-Adressen, keine privaten Daten. Für Schülerinnen und Schüler und für Lehrerinnen und Lehrer. Genau. Und ja, aber darf ich kurz nachfragen, was heißt denn für dich keine privaten Daten? Also du bekommst doch Lernstände, du bekommst deine Klausuren. Klar. Das ist schon privat. Also es betrifft ja nicht. Okay, das sind private Daten, natürlich hast du recht. Mir geht's ziemlich darum, persönlich sogar. Das sind ziemlich persönliche Daten. Wir müssen nicht unsere eigene E-Mail-Adresse zum Beispiel nutzen, was ich sehr angenehm finde. Wir kriegen die E-Mail-Adresse eben von der Schule gestellt, mit dem Schulnamen drin, mit unserem Namen drin und können damit eben die ganzen Programme nutzen. Aber ich weiß, dass viele Schulen echt Probleme mit diesen Datenschutzrichtlinien haben. Zum Beispiel in meiner letzten Bezirkssitzung wurde mir dann von ein paar Mitgliedern erzählt aus meinem Gremium, dass ihre Lehrer keine Online-Stunden abhalten, weil sie Angst haben, wie es datenschutztechnisch aussieht. Egal mit welchem Medium. Und dass sie so deswegen gar keine Unterstützung von den Lehrern bekommen, weil die eben nicht wissen, ob sie das dürfen, wie sie es dürfen, in welcher Art und Weise. Und das war eben nicht nur einmal dieser Kommentar. Und da, finde ich, merkt man sehr gut, wie alleingelassen viele Lehrkräfte und eben auch die Schulen an sich sind. Anne, du wolltest was ergänzen, bitte. Ja, da kann man wirklich das nochmal sagen, mit dem, das System war nicht vorbereitet, weil wenn man sich anschaut, teilweise, was international schon zur Verfügung stand, mit diesem Switch sozusagen auf dieses Homeschooling, wie das jetzt immer genannt wird, ist ja ein komischer Begriff, aber darauf war ja kein System auf der Welt vorbereitet. Also ich habe auch Kontakt zu Kolleginnen und Kollegen in verschiedenen Ländern und alle haben da große Probleme mit. Also das war überall jetzt ein Problem. Aber zum Beispiel die Aufbereitung von datenschutzkonformen und vor allem auch urheberrechtskonformen Lehr-Lernmaterialien auf Plattformen, da sind natürlich andere Systeme viel weiter. Das heißt, die Lehrkräfte können dann in diesen Systemen auf Plattformen zugreifen und wissen, jedes Video, was ich darunter nehme, jede Grafik, die ich da nutze, jedes Tool, was ich verwende, ist sozusagen rechtlich eindeutig geklärt. Ja, also da muss ich mir überhaupt keine Gedanken machen. Also Finnland hat zum Beispiel so eine nationale Plattform, Estland hat die, also da kann man sich zu jedem Unterrichtsthema das passende Video einfach runterladen und weiß, ich habe hier kein Urheberrechtsthema. Und das hat natürlich das ganze Thema digitalen Unterricht deutlich erleichtert, ja, weil ich gehe einfach auf die eine Plattform, das ist eine staatlich organisierte Plattform. Bei mir waren da jetzt, ich weiß nicht, ob auch bei dir, Michael und Luisa, warst du, Anne, ein bisschen dünn und zerhackt, der letzte halbe Satz. Ah, okay. Ja, also diese Plattformen sind von staatlicher Seite angeboten und organisiert und die Lernmaterialien, die man sich da runterlädt als Lehrkraft oder die man streamt oder wie auch immer zeigt, die sind sozusagen schon datenschutzkonform, urheberrechtskonform. Also da muss man nicht lange drüber nachdenken. Dann sagt man irgendwie Algebra 8. Klasse, ich gehe auf die Plattform und dann finde ich da die passenden Videos und die kann ich sofort einsetzen. Ja. Ja, das klingt natürlich Lichtjahre entfernt von unserem Stand, wo in Berlin beispielsweise
gerade mal über die Senatsverwaltung eingestiehlt wurde, dass alle Lehrkräfte an Schulen von mailbox.org eine datensparsame E-Mail-Adresse zugewiesen bekommen. Und heute das Bildungsministerium jubelt, dass es 500 MIOS frei macht für Leihgeräte für Lehrpersonal. Vielleicht knüpfen wir da gleich nochmal an, aber Natascha hat sich reingeschaltet, wahrscheinlich mit einer Frage, oder? Genau, es sind ein paar Fragen bei Slido reingekommen. Ich würde jetzt mal 2, 3 stellen und ihr könnt dann gucken, welche ihr beantworten wollt. Einmal an Anne, und zwar, wie unterscheidet sich die Bereitschaft, Leidenschaft, digital zu arbeiten bei Lehrerinnen in Deutschland im Vergleich zu Kanada, Estland und Co.? Wie ist die Einstellung zum Datenschutz? Was sagen die Studien? Gibt es für Lehrerinnen auch einen Berufsethos, wie bei Ärztinnen, das sich der Verantwortungsdiffusion entgegenstellen könnte? Und zuletzt, wie lässt sich sicherstellen, dass finanziell benachteiligte Familien vernünftig mit Hardware und Internetzugang ausgestattet werden und das zeitnah, trotz der hohen bürokratischen Hürden? Die zweite Frage, Natascha, geht auch an Anne oder in die Runde? In die Runde. Okay, na dann legen wir vielleicht mal mit dem hippokratischen Eid der Lehrerinnen und Lehrer los, Anne. Wie ist es darum bestellt, auch international? Ja, international gibt es das. In Irland zum Beispiel gibt es Professional Standards for Teachers. In Kanada gibt es Professional Standards for Teachers. Und was diese Standards sichern, ist eine hohe Autonomie der Lehrerprofession, ja. Und dass die Lehrerprofession sozusagen keine abwartende Profession ist und keine befehlsempfangende Profession, sondern eine, die für sich selbst sprechen kann und die auch mit einer Stimme spricht. Und da haben wir wieder eine andere Art von Verantwortungsdiffusion, denn die Lehrerprofession in Deutschland ist viel zu gespalten. Wir haben dies aufgespalten in die Realschullehrerinnen, die GymnasiallehrerInnen. Dann haben wir unterschiedliche Verbände, unterschiedliche Gewerkschaften. Die Lehrerinnen sprechen nicht mit einer Stimme, und weil sie nicht mit einer Stimme sprechen, können sie nicht für ihre Interessen kämpfen oder unzureichend. Ja? Also zum Beispiel, wenn der Ärzteverband tagt, dann kommt das in den 20-Uhr-Nachrichten. Das war schon vor Corona so. Also dann sprach Herr Montgomery, als er noch nicht Weltärztechef war, sondern noch der deutsche Ärztechef war. Dann kam er in den 20-Uhr-Nachrichten. Aber die Lehrerinnen und Lehrer waren nicht in den 20-Uhr-Nachrichten. Das heißt, sie haben nie mit einer Stimme gesprochen. Sonst hätten sie vielleicht stärker für ihre Interessen kämpfen können. Und das ist auch eine weitere Art der Verantwortungsdiffusion. Also ich glaube auch, dass wir sehr viel tun müssen, um die Profession zu stärken in den nächsten Jahren, damit sie besser für sich selbst sprechen kann. Das ist eine krasse Aussage. Luisa, ich würde dich gerne fragen, ob du das bestätigen kannst. Also es klingt ja tatsächlich nach einem System, in dem Personen, die junge Menschen unterrichten und ins Leben führen sollen, nicht in der Lage sind, sich zu organisieren und für sich zu sprechen. Ist das was, Luisa, das du auch beobachtest? Also vorhin klang es, finde ich, so ein bisschen an bei den Kolleginnen und Kollegen, über die du sagtest, die haben einfach Angst, was falsch zu machen und datenschutzrechtlich vielleicht irgendwelchen Schaden zu verursachen. Also große Unsicherheit sprach daraus. Also ich muss ganz klar sagen, in dem Punkt bin ich natürlich kein Experte. Aber es gibt einen Ausschuss für pädagogisches Personal auf Landesebene und auf Bezirksebene. Also sie schaffen es sehr wohl, genau wie wir Schüler oder wie auch eben die Eltern, zusammenzukommen, sich zu beraten, zu diskutieren, verschiedene Meinungen auszutauschen und eben Positionen zu beschließen. Also existent sind diese Gruppen auf jeden Fall, und eigentlich ist auch diese Organisation da, so wie ich es aus meiner Erfahrung eigentlich sagen kann. Mhm. Aber das ist natürlich auch eher im kleineren Rahmen als jetzt so der Weltärzteverband, deutschlandweite Ärzteverband. Ja, ich meinte vor allem zum Beispiel die Nutzung eigener digitaler Geräte. Also in den meisten Professionen ist es selbstverständlich, dass man die Geräte von seinem Arbeitgeber gestellt bekommt. Das ist aber bei den Lehrerinnen und Lehrern bis heute nicht so. Also viele müssen private Geräte nutzen. Das ist aber international in den allermeisten hochentwickelten Schulsystemen seit vielen, vielen Jahren völlig selbstverständlich, dass Lehrkräfte Geräte bekommen von ihrem Arbeitgeber. Also sowas meine ich zum Beispiel. Also diese politische Forderung nicht schon früher im Raum stand. Also dass das so ist, ja. Michael, vielleicht willst du noch was zu dem Thema, was das professionelle Ethos betrifft, ergänzen. Wenn nicht, würde ich von dir gerne hören, was du zu der zweiten Frage denkst, zum Thema Bildungsungleichheit in der Pandemie. Also was wir auch schon angesprochen hatten, dass Schülerinnen und Schüler unterschiedlich gut technisch, aber ich würde sagen auch ideell zu Hause ausgestattet sind.
Ja, so zu dem Thema Ethos würde ich sagen, also so aus meiner Erfahrung an der Schule meiner Kinder, haben wir irgendwann die Idee gehabt, ja, ein Leitbild zu entwickeln und uns mal unabhängig jetzt von Gesetzen oder von Vorschriften mal zu überlegen, was wir eigentlich wollen und was wir nicht wollen und wie wir das wollen. Und das war dann auch ein digitales Leitbild, was einfach mal geklärt hat für weitere Diskussionen, was eigentlich die Ziele so sind. Und ich glaube, das fehlt einfach auf breiterer Ebene, sich einfach mal klar zu machen, was wollen wir eigentlich und was ist Digitalisierung? Weil Digitalisierung der Schule ist doch ein Begriff, was heißt denn das eigentlich? Also wo fängt es an, wo hört es auf? Und so, also das lohnt sich total, das mal zu klären, um dann, wenn man über alles andere spricht, so was ist eine richtige Ausbildung von den Pädagogen, was ist eine richtige Pädagoginne natürlich und eine, was ist eine ordentliche Ausstattung, was sind die richtigen Lehrmaterialien und alle, was ist eine richtige Infrastruktur. Um all diese Fragen zu diskutieren, müsste man einfach mal wissen, was ist die Grundlage, und das ist aus meiner Sicht viel mehr als nur gesetzeskonform zu sein oder auf Lehrplänen zu basieren, die irgendwie aus dem letzten Kaiserreich kommen. Also ja, das ist das eine, und was die Ungleichheit angeht, ist natürlich eine Riesenkatastrophe in vielerlei Hinsicht. Ich meine, die Ungleichheit ist zum einen gegeben durch Faktoren, die nicht beeinflussbar sind, durch einzelne Familien, weil die Situation der Netzanbindung in Haushalten ist einfach unklar, also unfair, undefiniert verteilt. Also schon alleine die Frage, wie gut ist eigentlich die Leitung und was ist, wie viele Elternteile habe ich, die parallel Videokonferenz halten müssen, wie viele Nachbarn habe ich, die parallel Video. Und als diese ganze private Internetinfrastruktur mal gedacht wurde, hat man sich vielleicht noch überlegt, was passiert um 7:45, wenn alle den Tatort gucken über irgendwelche Online-Kanäle. Aber es ist überhaupt nicht ein Millimeter mal bedacht worden, was passiert, wenn alle morgens um 8 anfangen zu senden. Ne? Die Infrastruktur ist für Empfang gemacht. Ich möchte Bilder und Videos konsumieren, aber ich möchte nicht mein Video in die Welt pusten. So, und dann nicht genug Laptops, keine Headsets, Kameras, Laptops. Ich meine, welche Familie hat als Standardausstattung für jedes Kind, das zur Schule geht, ein technisches Endgerät oder einen Raum, in dem es in Ruhe sitzen kann, um seine Videokonferenz ungestört von vielleicht 4 anderen Familienmitgliedern durchzuführen. Wie soll das gehen? Also, ne, das ist ja ganz schön schwierig. Ich könnte mal sagen, wie Neuseeland das gemacht hat. Das fand ich ganz spannend. Ich war 2017 dort im Forschungssemester und da gab es schon seit längerer Zeit ein nationales Programm zur Ausstattung der Familien mit technischen Geräten. Und das lief so ab, dass sie verschiedene Rahmenverträge, der Staat hat verschiedene Rahmenverträge abgeschlossen mit mehreren Firmen, die solche technischen Geräte liefern. Und dann hat man auch sehr gute Preisverhandlungen geführt, weil die waren sehr niedrig, die Preise. Also da bekam man ein sehr gutes Laptop für so ungefähr 240 Euro umgerechnet, also mit einer sehr hohen Qualität. Und dann gab es ein Programm, wo das entweder in Raten gezahlt werden konnte durch die Eltern oder sofort gezahlt werden konnte. Und unter bestimmten Einkommensgrenzen hat man es umsonst bekommen. Und so konnten die praktisch das Land flächendeckend alle Familien mit digitalen Endgeräten ausstatten, schon lange vor der Pandemie. Und jede Generation bekommt dadurch immer das neueste Modell an digitalen Endgeräten. Also es werden keine Geräte gekauft, die dann irgendwie 10 Jahre lang in der Schule sozusagen verschimmeln irgendwann und die man dann entsorgen muss, sondern es kommen immer die neuen Geräte sozusagen für die neuen Schülergenerationen an die Schulen. Und ich fand es sehr sozialverträglich. Das schien mir sehr sozialverträglich zu sein, weil eben arme Familien gar nicht gezahlt haben und weil es auch die Möglichkeit der Ratenzahlung gab. Luisa, wie das ist klingt das? Ich wollte nur gerade meine Begeisterung zum Ausdruck bringen. Das ist ja genau so soll es sein. Das haben wir schon so oft mal genau so. Vor allem, ich meine, was macht das mit einer Gesellschaft, wo auf einmal alle adäquate Ausstattung haben? Es ist ja, das hört ja nicht in Schule auf. Das wirkt ja einfach generell auf diese gesamte Gesellschaft. Geniale Investition. Absolut. Ja, und die haben das auch gemacht wegen der Digital Divide. Das war ein Grund, dass sie gesagt haben, wenn die Endgeräte in alle Familien mit Kindern kommen, dann kommt die Digitalisierung quasi automatisch.
praktisch, weil dann alle mit Kindern sozusagen schon mal Geräte haben. Da gibt es auch noch andere Programme für Senioren, aber das ist ja jetzt nicht unser Thema. Ja, wenn wir dann noch mal kurz über Betriebssysteme und Standardsoftwareausstattung reden würden, dann bin ich voll dabei. Ja. Luisa, ich würde das tatsächlich gerne auch noch mal mit dir besprechen. Wie sieht das bei dir an der Schule aus und was hörst du im LandesschülerInnenausschuss über genau die Kinder, über die wir gerade sprechen, denen es zu Hause schon einfach am Endgerät mangelt, aber eben auch an allem, was man rundherum idealerweise bräuchte, nämlich Unterstützung, einen ruhigen Raum. Also erstmal auch meinen Applaus für Neuseeland. Das ist, also so ein System würde ich mir wünschen, glaube ich, mehr als alles andere. Ja. Corona, es gab diese Probleme schon vor Corona, aber damals wurde nie eingesehen, dass es jetzt schnell gemacht werden muss. Man hat ja Zeit, man kann es über Jahre verteilen. Ich meine, wir haben in Berlin die Aussage, dass alle Schüler Endgeräte bekommen sollen. Das zieht sich aber auch sehr stark und plötzlich kam dann Corona und plötzlich wurden diese Geräte wirklich gebraucht und sie waren nicht da. Und es gibt viele Schüler, die keine Endgeräte haben, aber vor allem gibt es viele Schüler, die sich mit Geschwistern ein Zimmer teilen. Ist ja absolut nichts Ungewöhnliches. Gerade in einer Stadt wie Berlin, viele Wohnungen, keine großen Häuser. Nur gerade wenn die Schüler oder wenn die Kinder jetzt im Unterricht sitzen, funktioniert das nicht mehr. Am besten dazu auch noch Eltern, die beide im Homeoffice sitzen. Das heißt, man hat einerseits nicht die Internetqualität und eben auch nicht den Platz, um ruhig und gesittet lernen zu können. Und das ist ein wirkliches Problem. Also deswegen fordern wir so schnell wie möglich Endgeräte für alle Schüler, die sich eben nicht leisten können, und Zuzahlung für die anderen. Es gibt ja Beispiele, es gibt Schulen, wo man sich zum Beispiel ein Gerät mit dem Lehrmittelfonds ausleihen kann. Das heißt, man bekommt es für kleines Geld, kann dieses iPad oder den Laptop ein Jahr behalten und gibt es danach wieder zurück. Und es wird nur für schulinternes Zeug genutzt. Und das ist ein sehr guter Plan. Das ist ein super Weg in die richtige Richtung. Würdest du denn sagen, die Lehrerinnen und Lehrer checken das, wenn in ihrer Klasse ein oder mehrere Kinder sitzt, die genau dieses Problem haben? Denn ich vermute, das ist natürlich total schambehaftet. Also ich werde mich jetzt nicht drum reißen als Kind, ohne Laptop in beengten Verhältnissen, da vor der ganzen Klasse zu sagen, übrigens schön, dass ihr lernen könnt, bei mir sieht es anders aus. Ich glaube, dass viele Lehrer offen sind. Und wenn man auf sie zugeht, sind Lehrer keine schrecklichen Menschen, die sagen, was, wie kannst du nun? Generell stößt man da nicht immer, natürlich nicht in allen Fällen, aber in vielen Fällen, glaube ich, auch Verständnis. Ich hatte auch schon Aufgaben, wo drin stand, bitte mach das und das, solltet ihr die Internetverbindung dazu haben oder solltet ihr die Möglichkeiten dazu haben. Wenn nicht, dann reden wir nochmal privat. Und man muss ja auch nicht sagen, man redet vor der ganzen Klasse mit einem Lehrer. Ich verstehe, dass viele damit ein Problem haben. Und andererseits, Deutschland ist nun mal nicht so gut ausgestattet. Ich glaube, für die wenigsten ist es ein Problem zu sagen, hey, ich habe vielleicht keinen eigenen Laptop oder kein eigenes Smartphone, weil viele Haushalte einfach nicht so weit sind gerade. Und wenn es so ein schönes Konzept wie Neuseeland gäbe, würde es eine deutlich einfachere Situation sein. Dadurch würde, wir haben so eine große Ungerechtigkeit, die gerade durch Corona vermehrt auftritt. Und sowas würde eindeutig minimiert werden. Okay, jetzt ist Natascha wieder da. Ich vermute, mit weiteren Fragen. Genau. Einmal die Frage von Markus zur psychischen und emotionalen Barrieren. Die werden nämlich oft übersehen. Der die lauteste oder schnellste hat meistens bessere Karten. Gibt es Ideen für introvertierte oder schwächere SchülerInnen? Mhm. Und die Frage, wenn die Teilnehmenden die Möglichkeit hätten, den gordischen Knoten zu durchbrechen, wo würde jeder von euch ansetzen? Alignment, Ebene, Schulträger oder drüber oder drunter oder etwas ganz anderes? Das ist natürlich meine Abschlussfrage, die da die Zuschauerin oder der Zuschauer mit dem gordischen Knoten schon formuliert hat. Wir probieren es vielleicht erstmal, vielen Dank, Natascha, mit der Frage nach den psychischen und emotionalen Barrieren. Wir haben ja schon jetzt quasi tausendmal gehört, Corona verstärkt die Probleme, die wir bereits kennen, ne? Also im Hinblick auf Schule und Unterricht, aber natürlich auch gesellschaftlich. Alle Ungerechtigkeiten werden vergrößert und noch weiter auseinandergerissen. Die Stillen gehen in einem Klassenverband gern mal über die Wupper. Ist das jetzt, wenn digital unterrichtet wird, auch so? Und falls ja, ich möchte ja nicht die ganze Zeit destruktiv sein,
Vielleicht gibt es ja aus eurer Runde Vorschläge, wie sich das auffangen oder tatsächlich ins Gegenteil verkehren lässt. Ich glaube, das ist wissenschaftlich gesehen, das ist eine offene Forschungsfrage, aber eine, die sehr, sehr interessant ist. Zum Beispiel ist mein Eindruck aktuell, dass es SchülerInnen gibt, für die der synchrone Unterricht besser funktioniert und solche, für die der asynchrone Unterricht besser funktioniert. Und das ist, glaube ich, sehr persönlichkeitsabhängig. Also zum Beispiel gibt es verschiedene Lernplattformen, international, so Online-Schulen. Ja, also Kalifornien zum Beispiel hat so eine Online-Schule, die kostenfrei ist für alle Schülerinnen und Schüler im kalifornischen Schulsystem. Und es gibt Schülerinnen, die belegen da mehr Kurse als an den tatsächlichen Highschools, weil sie dort in ihrem eigenen Tempo arbeiten dürfen. Und das ist halt super. Ja, das sind Kurse. Cool. Ja, das ist total cool, das System. Da sind immer kurze Lernvideos, die sind total professionell gemacht. Die sind immer 10 bis 15 Minuten lang. Und dann sind da Aufgaben drunter und auch Multiple-Choice-Tests und sowas, so Quizzes und auch kreative Aufgaben. Und man kann die komplett in seinem eigenen Tempo bearbeiten. Also wenn jemand lieber abends um 11 arbeitet bis nachts um 1, dann kann der halt dann arbeiten. Oder jemand, der gerne morgens früh arbeitet, der kann ganz früh arbeiten. Und wenn es einem jemand zu langsam ist in der Schule, dann kann man es ganz schnell bearbeiten. Und wenn man das beim ersten Mal nicht versteht und beim zweiten Mal nicht versteht, dann kann man sich die Videos eben 5-mal anschauen. Und das ist hoch spannend. Ich glaube, dass es nicht wenige SchülerInnen gibt in unserem System, die damit eigentlich besser lernen könnten, vor allem ältere SchülerInnen. Also bei kleinen Kindern ist es, glaube ich, keine Option, aber so ab Klasse 9 ist es, glaube ich, eine sehr spannende Sache. Michael, du gerätst ins Träumen, oder, wenn du das hörst? Ja, also vor allen Dingen, es gibt ja dieses schöne Stichwort Binnendifferenzierung, ja, jeden Schüler nach seinen Möglichkeiten zu fördern, frage ich mich schon die ganze Zeit, warum wir haben relativ früh auch angefangen, unseren Kleinen aus der Grundschule rauszuhalten, weil ich den ganzen Quatsch nicht mehr ertragen konnte. Ich bis nie verstanden habe, warum man zwanghaft noch in dieser Situation immer die ganze Klasse in die Schule reinzwingt, wo genau diese Möglichkeiten, die Anne gerade skizziert hat, ja bestehen und man nicht einfach gucken kann, welche Kinder kommen mit den alternativen Möglichkeiten gut klar, wo ja auch überhaupt kein Problem besteht, das zu tracken und zu gucken, gibt es da Feedback, gibt es einen Fortschritt und dann sollen die doch bitte einfach machen. So, ich habe zwei Töchter, die so in meiner Beobachtung wunderbar arbeiten. Die machen, ziehen einen Kurs nach dem anderen zu, die Dinge, die sie interessieren, die gucken sich, sie haben auch Zugang zu vielen Plattformen, wir denen natürlich zur Verfügung stellen, aber es gibt ja auch viele freie Plattformen und ich wollte gerade sagen, das 9. Klasse, mein Sohn ist ein großer Fan der Maus, ich finde, jeden Tag eine Lach- und Sachgeschichte kann auch enorm weiterhelfen und macht eine enorme Laune und geht super, ja, also warum muss ich auch in dieser Situation, wo alles so schwierig ist, 20 Kinder in eine Klasse quetschen und irgendwie mit diesen Glaswänden, Abstand und alles ist schrecklich und dann sollen die konzentriert Mathe machen? Also ich meine, zumindest wenn sie digital alle ein bisschen noch nicht so ganz da sind, wo sie hingehören, didaktisch-pädagogisch ist das totaler Quatsch, aber trotzdem wird es gemacht und das ist, ich könnte mich aufregen. Dann würde ich es tatsächlich gerne nochmal zusammenbinden. Ganz kurz, ich habe auch einen ganz kurzen Punkt dazu. Wir haben von nicht allzu langer Zeit eine Umfrage bei ungefähr 6.000 Berliner Schülerinnen durchgeführt. Und da war eben auch die Frage, ob man sich stärker belastet fühlt durch die momentane Situation. Und ein Großteil meinte, ja, sie fühlen sich deutlich stärker belastet. Aber immerhin 11% meinten, dass sie sich in dieser momentanen Situation wohler fühlen als in der eigentlichen Schule. Und mit dieser Art zu lernen, ich finde, das bestätigt nur. Natürlich ist es nicht repräsentativ, aber es ist schon ein spannendes Bild, das so zu sehen. Das heißt, ihr alle würdet sagen, denn die Ausgangsfrage war ja nicht die nach Binnendifferenzierung, sondern die nach denen, die vielleicht nicht so laut sind, die nicht im Vordergrund stehen, die eher stillere Schülerinnen und Schüler sind. Ihr seht durchaus alle drei durch die Bank Chancen für die, wenn die Tools didaktisch sinnvoll angewendet werden. Absolut. Also glaube, es gibt ja auch Kinder, die Angst haben in der Schule. Also es gibt Schülerinnen, die gar nicht mehr hingehen können, weil sie so eine Phobie entwickeln. Und das ist nur ein Beispiel. Oder die einfach viel schneller lernen. Ja, also die irgendwie in einem Matheunterricht sitzen und sich zu Tode langweilen. Also viele Möglichkeiten bieten sich da jetzt, glaube ich. Aber genauso muss man sehen, dass es da eben diese starken Unterschiede gibt. Schüler, die Ruhe zu Hause haben, die Endgeräte haben, können sich natürlich leisten, so einen Online-Unterricht zu besuchen oder in ihrem eigenen Tempo zu arbeiten. Schüler, die nicht diese Möglichkeit haben, werden dadurch, finde ich, wieder ausgegrenzt. Und das kann auch nicht funktionieren. Also ich finde, so ein Konzept ist eine sehr schöne Überlegung, wenn es eine flächendeckende Digitalisierung und flächendeckend gleiche Möglichkeiten bei SchülerInnen gibt.
Ja, da müssen die öffentlichen Bibliotheken auch rein, ne? Also das sieht man auch in Skandinavien oder auch in Neuseeland. Die haben in den letzten Jahren ja alle solche riesigen neuen öffentlichen Bibliotheken gebaut. Ganz interessant eigentlich, ja. Also Calgary hat eine riesige Bibliothek gebaut. Helsinki hat ja die tollste Bibliothek der Welt gebaut in den letzten Jahren. Christchurch in Neuseeland hat eine fantastische Bibliothek gebaut. Das sind Bibliotheken, da bekommt man auch Geräte, wenn man keine hat. Da ist super starkes Internet, da gibt es tolle Arbeitsplätze. Also das wäre sozusagen eine Infrastruktur, die man ergänzen müsste, glaube ich. Michael, du hattest noch ein PS. Ja, genau. Ich möchte auch noch also ergänzen, dass das eine Spektrum sind die Schüler, über die wir jetzt gerade gesprochen haben. Perfekte Ausstattung, online, alles kein Problem. Das andere Spektrum sind die, die es nicht schaffen. Und da sind Bibliotheken. Ich habe auch nicht verstanden, warum Jugendzentren hier zumachen. Mhm. Wir haben genug Infrastruktur. Und ne, wenn Kinder einfach wochenlang nicht in Videokonferenzen der Klasse auftauchen, dann müssen die Sozialarbeiter einfach losgeschickt werden, um sich zu kümmern. Oder wir müssen einfach noch mehr Geld da reinpumpen, dass sich dann gekümmert werden kann. Aber ich höre so oft, dass es heißt, ja, ich habe den seit 3 Monaten nicht gesehen. Ja, und was habt ihr gemacht? Ja, mir sind die Hände gebunden. Was soll ich denn machen? Ja, hallo? Das ist doch ein Alarm. Also ich meine, ein Kind kommt 3 Monate nicht zum Unterricht. Bitte. Also ich rede jetzt nicht davon, Eltern zu verhaften, weil sie die Schulpflicht nicht einhalten, sondern zu gucken, was kümmert euch doch bitte? Das ist ein Mensch. Da muss einer, also das muss eine analoge Lösung. Da muss dann ein Mensch hin, der für Geld sich kümmert. So, also das Spektrum geht in beide Richtungen natürlich. Aber dann würde man die Situation an der Schule sicherlich dramatisch verbessern, wenn man differenzierter. Und die Schulschließungen, unabhängig vom Digitalen, hat man durch die Schulschließungen Schülern oder SchülerInnen eben die Möglichkeit genommen, in ein sicheres Umfeld zu gehen. Und eben die Möglichkeit genommen, soziale Kontakte weiterzufügen, wirklich zu lernen, etwas für sich zu tun. Gerade Schülerinnen, die wirklich Probleme zu Hause haben oder einfach keine Ruhe zu Hause haben, haben eben diesen Ausgleich durch die Schule nicht mehr, was nochmal eine starke psychische Belastung nach sich bringt. Jetzt stelle ich mir vor, ich wäre vielleicht Lehrerin und schaue mir hier diese Diskussionsveranstaltungen an und wie schon auch lange eingeübt, stelle ich fest, ich bin hier die Buhfrau sozusagen, weil ich mache total viel falsch. Also ich habe mich nicht ordentlich gekümmert, ich habe meine Klasse nicht versorgt mit digitalen Endgeräten, vielleicht habe ich auch irgendwie digitale Didaktik, darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, gar nicht an der Uni gelernt, mich auch nicht um eine Fortbildung bemüht, wurde bei mir in der Schule auch nicht angeboten. Dann sagt Michael, und um den Datenschutz soll ich mich ja auch noch kümmern. Das sind jetzt wirklich extrem viele, extrem unterschiedliche Anforderungen. Sind denn die Lehrerinnen und Lehrer, das wäre vielleicht eine Frage an dich, Anna, aber ihr beiden anderen schließt euch gerne an. Willst du hier in die Frage reinfragen oder anmelden? Wenn ich darf, würde ich kurz was dazu sagen. Okay, dann gebe ich sie zuerst an dich. Also ich würde mir vielleicht jetzt denken in dieser Runde, boah, ich gehe hier wieder mit dem schwarzen Peter nach Hause. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn noch machen? Also ich möchte von mir ganz klar sagen, dass ich glaube, dass viele Lehrer einen wirklich guten Job machen. Auch wenn ich gerade so ein bisschen negativ von meiner Schule geredet habe. Meine Lehrer sind extrem einfühlsam. Meine Lehrer haben immer Kontakt mit uns gehalten, noch im ersten Lockdown, wo es von vielen Schulen wirklich wenig gab. Und ich glaube nicht, dass es die Schuld der Lehrkräfte ist, in den allermeisten Fällen. Natürlich gibt es auch Lehrkräfte, die kein Engagement zeigen wollen, aber ich glaube, bei vielen ist es eben diese fehlende Ausstattung, die fehlende Transparenz des Senats zum Beispiel, das fehlende Wissen oder die fehlende Zeit, sich einzubringen. Weil es ist nur ein extrem anspruchsvoller Beruf und ich verstehe, dass man nicht die Zeit hat, noch 20 Datenschutzkonzepte zu lesen und nebenbei nochmal sich um alle möglichen Einzelheiten zu kümmern. Ich sehe das auch so. Also ich sehe es auch so. Ich sehe auch nicht die einzelne Lehrerin oder den einzelnen Lehrer da in der Verantwortung. Also was man jetzt mitnehmen muss, auf jeden Fall aus der Pandemiesituation, ist dieses politische Momentum, was da drin steckt. Also gestern Abend war, glaube ich, in den Tagesthemen waren Pflegekräfte aus der Charité, die dann auch gesagt haben, also jetzt nach der Pandemie muss jetzt aber wirklich mal der Status des Pflegeberufes sozusagen verbessert werden. Und das Gleiche gilt auch für die Lehrerprofession. Also dieses politische Momentum muss man jetzt mit rausnehmen. Der Lehrerarbeitsplatz ist unterirdisch schlecht ausgestattet in Deutschland. Die Schulen sind auch wirklich verwahrlosen, also man hat sie verwahrlosen lassen in den letzten Jahrzehnten. Also wenn man sieht, wie viel Geld international in wirklich manchen Systemen, nicht in allen natürlich, längst nicht in allen, aber wie viel Geld auch in die räumliche Ausstattung, in die Infrastruktur von Schule geflossen ist. Wir haben ja wahnsinnig viel Geld, um Unternehmen zu retten. Also dieses Geld für die TUI zum Beispiel, also was war das, 9 Milliarden Euro oder so, oder für die Lufthansa, das ist alles da. Also wieso ist das Geld für die Schulen nicht da?
Und dieses politische Momentum muss man da jetzt mit rausnehmen aus der Pandemie. Und das ist, glaube ich, ganz klar jetzt auch die Chance, dass die Lehrkräfte sich da zusammentun, auch mit anderen Personen, so wie uns, und ganz klar das auch in den politischen Raum stellen. Gehst du davon aus, Michael, zum Beispiel, dass genau das passiert? Eine Befürchtung könnte ja auch sein, da ja, wie ich eingangs sagte, diese Monstranz Präsenzunterricht so lange und beständig rumgetragen wurde, dass man, wenn es irgendwann wieder geht mit Präsenzunterricht, sagt, puh, das haben wir jetzt mit Remote-Unterrichten, dass man sagt, boah, das haben wir jetzt hinter uns gelassen und jetzt wieder zurück auf Anfang ins ruhige Fahrwasser. Ja, davon gehe ich schwer aus. Ich finde, das hatte man ja auch schon nach den Sommerferien ganz deutlich gesehen, dass, obwohl ja eigentlich jedem, der darüber, also sich mit der Situation auseinandergesetzt hat, ja vollkommen klar war, dass eine zweite Welle kommt. Und selbst wenn sie dann nicht gekommen wäre, wäre man besser gefahren, sich einfach mal so zu tun, als ob sie kommen würde und sich vorzubereiten. Und in meiner Wahrnehmung haben sie alle Augen zu und durch. Und dann knallte es dann in verschiedenen Orten irgendwann im Dezember und dann ging auf einmal das hektische Tun wieder los. Und ich möchte kurz mich allen anderen anschließen. Ich habe in keinster Weise Lehrer hier zum Boomer erklären wollen, ganz und gar nicht. Ich finde, auf Bundes- und Landesebene sollte man mal klarkommen. Die Idee mit dem, gib denen erstmal Geld und lass sie machen, ist super. Und allen erstmal das doppelte Gehalt zahlen, ist auch eine super Idee. Weil ich meine, wir haben ja ein System, was schon vorher völlig kaputt war. So, ne? Und ein völlig kaputtes System jetzt nochmal auf Reserve fahren, das kann nicht besser werden. So, ja, wenn wir mit einem sauber gewarteten Fahrzeug in das Rennen gegangen wären, hätte man höhere Erwartungen haben können, sind wir aber nicht. Lehrer sind frustriert, aus guten Gründen. Es gibt schwarze Schafe, die gibt es in jedem Berufszweig. Aber ich würde weiter oben anfangen und sagen, Leute, kommt mal klar. Und genau die TUI-Kohle, ich verstehe es bis heute nicht, ja, legt doch 20 Milliarden in Schulsystemen. Das kann nicht falsch sein, ja, das ist unsere Zukunft. So. Absolut, so sehe ich das auch. Aufs Reisen, ja, Leute, ja. CO2, ja. Umwelt, ja. Hallo. Ich meine, kommt mal klar, Leute, ja. Was ist hier wichtig? Nein, wir müssen nicht nach Mallorca und wo auch immer hinfliegen. Das ist nicht lebensnotwendig. Aber unsere Kinder und unsere Schule, das ist unsere Zukunft. Und da ist irgendwie alles nur Rotte. So. Dann würde ich mir vorstellen, okay, ich bin jetzt aus der Senatsverwaltung für Bildung in Berlin und sage, ja, was wollt ihr? Wir haben ja das Geld bereitgestellt, auch schon in Vorpandemiezeiten, aber es gibt diesen sogenannten Investitionsrückstau. Wir finden gar nicht all die Dachdecker und Sanitärbetriebe, die meine rottige Schule wieder auf Vordermann bringen. Also vielleicht würde ich dann tatsächlich in den Schuhen der Politikerin stehend sagen, stimmt doch alles gar nicht. Ich glaube, man muss für Bildung immer investieren. Und zwar auch in Wirtschaftskrisen und auch wenn keine Wirtschaftskrise ist. Es muss immer in Bildung investiert werden. Das ist ein Fehler. Wir investieren immer punktuell in Bildung und dann lassen wir das System wieder sozusagen stagnieren. Und dann kommt wieder eine Krise und dann wird wieder in Bildung investiert. Es muss sozusagen kontinuierlich in Bildung investiert werden, weil Bildung ist der Entwicklungsmotor der Gesellschaft. Vor allen Dingen ganzheitlich, ne? Vor Jahren haben sie Smartboards gekauft, bis die Schwarte kracht. Dann stehen die in der Klasse, dann haben sie kein Internet, kein Konzept, wie sie die Dinger nutzen. Jetzt kaufen sie ein paar iPads. Die Schüler haben zu Hause kein Internet und Software da drauf ist auch nicht. Also es sind immer so Leuchtturmdinger, so ich nehme mir eins raus und dann so. Das wäre auch noch was mir eben noch zu den Laptops eingefallen ist, ne? Wenn man so Laptops kauft, total geile Idee. Nur muss man sich auch im Klaren darüber sein, dass die Menschen lernen müssen, damit umzugehen und dass die Dinger auch über die Zeit irgendwie gepflegt werden wollen. Ja. Also es ist alles immer oft, ist das Problem viel größer, als es in dem Moment irgendwie wahrgenommen wird. Und klingt toll, ich schenke hier ein paar Laptops, kann man toll in die Presse bringen, klingt super. Aber dass das dann irgendwie verpufft, weil notwendige Dinge drumherum, einfach notwendigste Dinge einfach nicht mitbedacht werden. Ja, schade, 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 schade. Dem Schade schließe ich mich an, vor allen Dingen mit Blick auf die Uhr. Ich unterliege der starken Versuchung, mit euch jetzt sehr deutlich zu überziehen, weil es gerade so spannend ist. Aber Christian hebt schon die Augenbraue und guckt streng zu mir. Also ich würde aber gerne vielleicht so ein paar, ja, doch irgendwie nochmal globale Fragen am Ende stellen. Jetzt haben wir ja oder habt ihr ja aus unterschiedlichen Perspektiven gesagt, was alles nicht klappt, als es um die Binnendifferenzierung ging und um die Vorteile, die vielleicht im Blended Learning oder in digitalen Techniken und Angeboten liegen. Da hatten wir ja schon, das hatten wir angesprochen, aber ich würde gerne nochmal konkreter fragen. Bei allem, was zu Recht kritisiert wird, ihr hört hier den Kuckuck auch schon rufen, ich müsste eigentlich Schluss machen. Bei allem, was kritisiert wird,
Gibt es vielleicht, Luisa, können wir bei dir vielleicht mal beginnen, etwas, wo du sagst, das ist auf jeden Fall extrem positiv an der aktuellen Situation und das kann danach gar nicht wieder weggehen, weil es sich einfach so dolle bewährt hat? Also, ich musste kurz nachdenken. Naja, positiv ist, dass wir uns endlich mit der Thematik beschäftigen müssen, weil wir einfach keine andere Wahl mehr haben. Und wenn sich jetzt damit nicht beschäftigt wird, macht sich jeder lächerlich. Wenn jetzt mal diese Probleme auch leugnet, dann kann man diese Person nicht mehr ernst nehmen. Jetzt sieht jeder, egal von wo er kommt, egal wie oft er Nachrichten schaut, oder es gibt Probleme. Und diese Probleme sind ernsthaft. Und diese Probleme betreffen so gut wie alle SchülerInnen. Viele Lehrkräfte. Und das muss daraus gezogen werden. Problem erkannt, würdest du sagen, ist sozusagen die Take-Home-Message. Ihr beide, Michael, Anna, habt genickt oder würdet ihr noch anderes rauspicken? Also was ich positiv finde, ist, dass es in einigen oder sogar in vielen Lehrerkollegien auch so einen Empowerment-Effekt gab, dass man nicht mehr wartet auf das, was einem von oben gesagt wird, sondern dass man jetzt einfach anfängt und macht, ja, und sich auch zusammentut und auch nicht alleine macht, sondern gemeinsam macht. Und das ist, glaube ich, auch schon eine Stärkung, also so ein Empowerment, weil gerade in so einem System, was historisch so sehr top-down gesteuert ist, also wirklich ja sehr top-down gesteuert ist, ist so ein Impuls, so wir machen jetzt das einfach so, wie wir es jetzt hier an der Schule gerade im Moment hier für richtig halten und dann lernen wir einfach daraus und machen das mal. Das ist eigentlich ein sehr guter Impuls, das finde ich sehr ja, das ist sehr erfrischend und damit kann man auch andere Probleme lösen, die unser System hat. Allerdings sind die auf den oberen Ebenen jetzt dringend gefordert, wirklich gut und professionell zusammenzuarbeiten, um das System, also man gibt manchmal so dieses Frontend, Backend als Metapher in der englischsprachigen Schulforschungsliteratur, ja, das Backend des Schulsystems und das Frontend, ja. Und das Backend sind ja die Ministerien und die Landesinstitute und die Schulaufsicht und diese vielen, vielen tausend Leute in Deutschland, die im Backend des Schulsystems arbeiten, die müssen wirklich jetzt alles dafür tun, damit die am Frontend, ja, da wo die wirklich harte Arbeit gemacht wird, dass die wirklich bestmöglich unterstützt werden. Michael, hast du noch eine Ergänzung? Also Luisa sagte, Problem erkannt. Anne sagte, die Lehrer nehmen sich jetzt einfach die Zuständigkeit, um Sachen anzugehen. Hast du noch einen dritten positiven Aspekt? Naja, also weiß ich nicht, ob das jetzt was Neues ist oder nicht. Also ich würde auf jeden Fall bei dem ganzen Gemecker sagen, ich habe viele coole Sachen gesehen und ich freue mich alleine, dass jetzt einmal das gesamte System halt sowas wie Videokonferenz, Hybridunterricht, Homeschooling, dass all diese Dinge mal gesehen wurden, die ich finde, sind wichtige Fertigkeiten, die den Kindern, die es erleben durften, in angemessener Form, kann den Lehrern niemand mehr nehmen. Und es bleibt nur zu hoffen, dass es ein Learning ist, wie man auch miteinander arbeiten kann. Und ich, da will mich auch mich selber gar nicht ausnehmen. Wir haben im Büro auch jetzt in der Zeit viel gelernt, obwohl wir sehr digital, also Softwareentwicklung, wir sind alles Ingenieure. Trotzdem haben wir jetzt auch noch viel gelernt, wie man miteinander auch aus der Ferne miteinander interagieren kann. Und das ist auf jeden Fall super. Und ich habe ziemlich beeindruckende Projekte gesehen, Podcasts, die in der Schule produziert wurden. Mhm. Oder eine Schule hier aus Steglitz, die mal eben über die Pandemie sich ihre eigene Schullösung gebaut hat, die schön aussieht, die gut funktioniert und die auf alles gepfiffen haben, was von oben nicht gekommen ist, sondern einfach mal gemacht haben. Super. Nur, ja, das hängt immer an Einzelpersonen und an Zufall und Glück und so. Und dann sind das die Glückseligen auf der Insel, die es schaffen. Und das könnte man jetzt mal sich angucken und es versuchen, in die Breite zu bringen. Und sich dann nochmal darauf nochmal drüber nachdenken, was ist uns wichtig und was nicht. Und neben dem ganzen kommerziellen Kram auch freie Lizenzen, Open Source und das Ganze dann für länger und nachhaltig irgendwie installieren. Ich habe mich schon gewundert, Michael, dass du mit Open Source jetzt tatsächlich erst, nachdem wir schon eine Stunde reden, kommst. Schön langsam, ich will ja niemanden erschrecken. Vielen Dank euch dreien für diese Punkte. Ich will aber ich mache einen doppelten Schluss jetzt heute mal, weil vorhin ja noch die Frage aufkam von einem Zuschauer oder einer Zuschauerin. Ihr könntet jetzt den gordischen Knoten durchschlagen. Was würdet ihr tun?
Das würde ich tatsächlich gerne im Schweinsgalopp auch nochmal von euch hören. Ich habe jetzt den Zauberstab und ermächtige euch, Kraft dessen genau ein Ding zu ändern. Meinetwegen ganz konkret in der Schule oder in der Institution, mit der ihr zu tun habt als Schülerin oder als Elternteil. Oder aber auch politisch, finanziell. Ihr könnt Kanzlerin jetzt sein in dem Moment oder Finanzminister. Ist euch überlassen. Luisa, was würdest du machen? So, jetzt ganz basic, mehr Geld, mehr Anturen. Nicht nur Geld draufwerfen und dann sagen, macht mal, sondern feste Pläne, wie viel Geld können wir nutzen, wie kann das Geld angelegt werden, wie können wir mit diesem Geld wirklich was verändern. Also Luisa zieht die Karte des Finanzministers. Anne, wie sieht es bei dir aus? Ja, ich glaube, dass man Bilanz ziehen muss in der Situation, in der wir sind. Also vielleicht jetzt noch nicht, weil jetzt sind wir noch so richtig mittendrin in der Pandemie, aber im Herbst oder so, wenn dann tatsächlich mit dem Impfen klappt, dass man tatsächlich nicht zum Tagesgeschäft übergeht und nicht zur alten Normalität, sondern dass man sich die Zeit nimmt, Foren zu schaffen, digitale Foren, auch Präsenzforen, die diese Ebenen miteinander in Kommunikation bringen und auch die unterschiedlichen Lehrerverbände und so weiter, um die Frage zu stellen, was lernen wir jetzt eigentlich aus der ganzen Situation und was wollen wir jetzt anders machen? Also nicht dieses, wir gehen wieder ins Tagesgeschäft über, sondern tatsächlich so einen Reflexionsraum schaffen und daraus auch was lernen. Weil ich glaube, wir haben jetzt alle total viel gelernt und dieses Bilanz ziehen und fragen, was bleibt jetzt aus diesem Lernprozess? Was hat funktioniert und was hat nicht funktioniert? Und wo hätten wir uns anders aufstellen müssen, schon viel früher, als wir das getan haben? Also jetzt ist, glaube ich, ein guter Zeitpunkt. Also Anne würde Inventur machen und daraus Schlüsse ableiten. Michael, was würdest du tun? Ich möchte kurz das Geldthema unterstützen und einfach vorschlagen, dass man, wie es in manchen Bundesländern ja der Fall ist, dass Medienentwicklungsplan einfach vergessen wurde und das Geld ist geflossen. Ich glaube, Hamburg ist so ein Kandidat. Die haben es einfach selber geschrieben und die Schulen ihr Geld gegeben. Und in vielen anderen Bundesländern müssen die auf einmal irgendwelche Pläne, also vergesst den Medienentwicklungsplan, lasst diese 5 Milliarden einfach mal verdampfen. Und dann haben wir auf jeden Fall die Kohle in der Schule und dann können wir, und dann könnten wir vielleicht uns noch überlegen, ob wie man Schule und Zivilgesellschaft in einer sinnvollen Weise zusammenbringt, dass da, wo wir vielleicht als Initiativen irgendwie coachen können und Erfahrung beibringen können, dann auch helfen und unterstützen. Weil es gibt wahnsinnig viele wie uns, die Hilfe anbieten und auch das gar nicht mit dem Ziel, damit Geld zu verdienen, sondern einfach nur, um was Gutes zu tun, auch oder um irgendwie Synergien sinnvoll zu nutzen. Und das Moment könnte man irgendwie fördern und sagen, Leute, redet mehr miteinander und wir geben den Raum und vielleicht auch die Mittel, das zu unterstützen und dann können wir uns gegenseitig helfen. Weil es ja ein gemeinsames Problem ist. Ja, nicht so, die müssen meine Kinder erziehen, sondern natürlich will ich auch helfen, meine Kinder irgendwie gut durch die Schule zu bringen. Muss nur gelassen werden und das ein bisschen unterstützt bekommen. Das ist so eine Art Quintessenz aus dem, was Luisa und Anne vor dir sagten. Vielen Dank auch dir. Und euch allen dreien ganz herzlichen Dank für eure Zeit und Expertise und die engagierte Diskussion heute Abend. Und vielen Dank auch allen, die zugehört haben und ihre Fragen reingeworfen haben. Vielleicht fragt ihr euch ja jetzt auch, wie war denn das im Mittelteil oder habt gar nicht alles gesehen, kann ich das nachhören? Vielleicht wollt ihr aber auch diese Ausgabe des digitalen Salons eurer Schulleitung zu deren Entzücken weiterleiten oder den Elternvertretern oder den politischen Vertretern. Alles möglich. Ihr findet den Podcast und das Video immer ein paar Tage nach der Veranstaltung auf hig.de und natürlich auch alle anderen Ausgaben zu allen anderen Themen, die wir in dem Rahmen schon diskutiert haben. Und jetzt ist aber immer noch nicht Schluss. Ich habe nämlich noch einen Programmhinweis, ehrlicherweise vielleicht sogar eher zwei. Wir haben den digitalen Salon ein bisschen verändert und renoviert und wollen jetzt nach der großen Diskussion mit euch dreien in einen der angesprochenen Aspekte aus der Diskussion hinein nochmal vertiefen. Und das werden wir nächsten Monat machen, am 24. Februar. Und der Titel dann ist auch wieder ein Meisterwerk aus der Titelschmiede des HIG, Schulikon Valley, yeah. Und Hinweis Nummer 2, das HIG ist doch offenbar weitgehend unbeeindruckt von der Pandemie und macht fröhlich eine Veranstaltung nach der anderen, online versteht sich.
Morgen Abend um 18 Uhr, ähnliches Setting, ganz anderes Thema. Dann sprechen wir hier über digitale Gesundheit, wobei ich frage mich gerade, vielleicht gibt es da auch tatsächlich Schnittmengen. Digitale Gesundheit, und wenn ihr dabei sein wollt, da muss man sich anmelden, anders als heute Abend. Da gibt es dann alle Infos dazu auf hig.de, da findet ihr den Event. Habt herzlichen Dank. Üblicherweise würden wir jetzt vielleicht noch draußen stehen, zusammen was trinken. An der Stelle dann einfach ganz nüchtern Prost und einen schönen Abend. Ich habe vielen Dank fürs Mitdiskutieren. Tschüss. Bye. Danke. Danke, tschüss.